Das war nicht richtig. Okay, vielleicht andersrum. Vielleicht haben wir. Es muss ja irgendwie die Reihenfolge sein. Mir fehlt die Vision. Okay, nicht die Maske, sondern. Okay, sagen wir mal, Feuer kommt auf der anderen Seite, da wo Eis jetzt ist. Feuer kommt ganz unten. Nochmal an entfernen. Was genau umgekehrt machen. Das einzige, was wir fest haben, ist Luft. Er reagiert. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass Luft schon mal richtig steht. Hoffentlich. Wäre blöd, finde ich. Wir sind direkt im. Dann würde ich mal sagen, Feuer. Auf der Seite nach ganz unten. Dann kommt, wenn wir Feuer unten haben, Luft nach links. Dann haben wir Eis da drüber. Kommt Wasser. Okay, vorher hatten wir hier Feuer, dann. Das sieht schon mal sehr richtig aus. Feuer gegenüber von Wasser ist keine schlechte Idee. Kommt Erz. Und dann Moos. Aha. Da haben wir das hier. Rätsel gelöst. Und hier sind wir wieder. Here we go again. Tja, und nun setzen wir uns hier wieder hin. Zaubern ein letztes Mal. Ihr seid zurück. Lasst uns die Geschichte beenden. Genau. Und weckt mich. Aktivieren. Ah. Es gibt nur noch eines, was du verstehen musst. Meinen Garten. Und das unwirkliche Wunder, zu dem er fähig ist. Oh, wie ich ihn liebe. Meinen Garten. Mit meinem Namen. Wie seltsam er ist. Und wie wunderschön. Und wie eifersüchtig Satinaf auf ihn ist. Ja, er hasst ihn. Er hasst ihn so sehr, dass er ihn von eurer Welt trennte. Er hasst es, dass er nicht hineinsehen kann. Dass er nicht weiß, was darin geschieht. Wann auch immer jemand meinen Garten betritt, hält seine Feder inne. Und eine Seite in seinem Buch, in dem sonst alles geschrieben steht, bleibt leer. Er hasst es so sehr, dass er beschlossen hat, dass nichts, was in meinem Garten geschieht, für die Welt außerhalb Konsequenzen hat. Geh hinein und breche einen Ast. Geh hinaus und in den Augen der Welt wurde er nie gebrochen. Erst wenn du draußen erzählst, was darin geschah, wenn du es in Satinavs unsichtbares Ohr flüsterst, schreibt er es in sein Buch der Wahrheit. Erst dann wird es wahr, das und der Ast ist gebrochen. Erzähle ihm, was du willst. Wenn er dir glaubt, dann wird jedes Wort wahr. Doch wehe, er erfährt, dass du gelogen hast. Dann zeigt er sein wahres Gesicht. Er wird dich jagen. Er wird dich zerreißen. Das heißt, wie denn er ist verdorben. Er ist eifersüchtig und alt. Nur ich bin groß. Das heißt, Satya,
Du bist so weit gekommen. Nun gehe auch das letzte Stück. Folge dem Pfad von Draconia hinab zu Satinavs wachender Säule. Dort werde ich dir erscheinen. Und wenn du möchtest, zeige ich dir meinen Garten. Meinen Garten. Meinen Namen. Meine große Gnade. Wir könnten das mit dem Ast habe ich nicht verstanden. Du meinst den Garten? Ich meine alles. Den Garten, die Maske. Ist ganz leicht. Ich komme bei all dem nicht mehr mit. Du etwa? Ich finde, so schwer ist das doch gar nicht. Das heißt, wenn wir in den Garten des Vergessens reingehen und dort, das war ein Ast, der erklärt wurde, wenn wir ein Schwert zum Beispiel mit reinnehmen in den Garten, das zerbrechen, das um die Klinge zerbrechen, zerstümmeln, zerknicken und dann das wieder mit zurücknehmen, ist die Klinge heile, dann müssen wir das Schwert nur noch den Gegner, dem Boss, dem Endgegner irgendwie anvertrauen, dem sagen, ich opfere dir das Schwert. Und dann müssen wir im Endeffekt, im letzten Moment des Kampfes, müssen wir noch sagen, du Satinav, ich habe das dort unten im Garten verzerbrochen. Mach bitte. Und dann steht er ohne Waffe da. Das wäre so eine Idee, oder wir kriegen irgendwie eine Zauberkugel irgendwie, die wir zerbrechen und das wird dann irgendwie. Das ist wahrscheinlich das Ding, wenn ich das richtig sehe. Aber wir sollten nicht lügen, weil sonst. Das gibt Probleme. Das heißt, wir sollten vielleicht den Stab mit runternehmen. Den Stab, denn wir können jetzt zaubern durch die Maske, aber den Stab könnten wir vielleicht von den zerbrechen. Unten im Garten und den unfähig machen. Vielleicht könnte das. Könnte was werden. Irgendwas müssen wir finden, irgendeinen Weg müssen wir finden. Um die Wahrheit zu machen. Der Garten des Vergessens. Wieso wird dort jedes Wort wahr? Soweit ich das verstanden habe, liegt das daran, dass Satinav nicht weiß, was in dem Garten geschieht. Es aber wissen muss, um es in sein Buch der Zeit zu schreiben. Muss denn alles in diesem Buch stehen? Scheinbar. Auf jeden Fall macht ihn dieses Unwissen wütend. Darum hat er dafür gesorgt, dass alle Ereignisse im Garten für die Außenwelt ohne Folgen bleiben, bis man ihm davon erzählt. Was wäre denn ein Beispiel? Sagen wir mal, du gehst mit einem Ring in den Garten und verzauberst ihn dort, ja? Ja. Sobald du den Garten verlässt, ist der Zauber sofort wieder verflogen. Warum? Weil im Buch der Zeit nicht drin steht, dass du ihn verzaubert hast. Und was nicht im Buch der Zeit steht, das ist doch nicht geschehen. Erst wenn du außerhalb des Gartens davon erzählst. Und Satinav mich hört. Und Satinav dir glaubt. Erst dann öffnet er sein Buch und schreibt, Geron ging in den Garten des Vergessens und verzauberte Bredas Ring. Und der Ring ist verzaubert. Was, wenn ich lüge? Tja, wenn Satinav dir glaubt, dann wird auch das wahr. Zumindest so lange, bis er erfährt, dass du gelogen hast. Ich glaube nicht, dass er es mag, wenn man ihn an der Nase herumführt. Das hast du da alles herausgelesen? Ich dachte, es liegt auf der Hand. Was kann die Maske nochmal? Sie stellt dich vor eine Entscheidung. Trägst du sie und sprichst die Formel auf ihrer Innenseite, verlierst du all deine Erinnerungen. Sprichst du jedoch den Namen des Zeitdschinns, erscheint er dir und bringt ein Stück deiner Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Das heißt, wir müssen am Ende des Spiels, das ist jetzt noch nicht jetzt, aber irgendwann müssen wir dann, wir können mit der Maske die Sadia wieder heraufbeschwören. Und mit der irgendwas reden. Und im Garten müssen wir irgendwas zerbrechen, da kaputt machen, was uns weiterhilft, dann. Ich hab verstanden. Ich denke, irgendwie verstehe ich es. Aber bei den Zwölfen war die Welt damals verrückt. Ach was, im Gegenteil. Damals war sie noch voll von echter Magie. Eine Maske, die die Vergangenheit zurückholt. Ein Garten, der Lügen zu Wahrheiten macht. Das ist alles nicht zu vergleichen mit dem kümmerlichen Hokuspokus, den wir heute nur noch kennen. Lies weiter. Oh nein, was kommt als nächstes? Hier am Rand hat jemand anderes etwas hinzugefügt.
Oha. Nachdem meine Prinzessin den Weg zum Garten erfahren hatte, kam sie ein letztes Mal zu mir. Der Stab! Oha. Ich weiß nicht, was mich dort erwarten wird, aber ich werde in den Garten des Vergessens gehen. Ich muss wissen, was Kasim dort wollte. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich bin der Letzte, der sich eurem Wahnsinn in den Weg stellt. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Du hast dich immer gefragt, warum ich dich aus der Grabkammer befreite. Nun, ich brauchte ein Publikum. Jemand, der all meine Taten beobachtete und sich noch lange daran erinnern würde. Ich musste dich nur ausreichend beeindrucken und du hättest mich niemals wieder vergessen. Ich habe dich benutzt. Warum erzählt ihr mir das ausgerechnet jetzt? Es ist der Garten. Er macht mir Angst. Angst? Euch? Der Zeitdschinn ist ein zorniges Wesen. Zudem könnte ich dort Kasim in die Hände spielen. Ich habe Angst, dass ich nie wieder herauskommen werde und die Welt mich auf ewig vergisst. Das wird nicht geschehen. Nein? Nein. Ihr seid eine großartige Frau. Wenn ich Knie hätte, ich hätte euch schon längst einen Antrag gemacht. Ich dachte, ihr wolltet mich beeindrucken. Gerade hast du mich noch gehasst und jetzt liebst du mich? Ach, wo denkt ihr hin? Ihr seid die letzte Frau, in die ich mich verlieben würde. Eine Frau, in die ich mich verliebe, ist gefährlich und unberechenbar. Geheimnisvoll, launisch. Das klingt genau wie ich. Nein, eine Frau, in die ich mich verliebe, ist so berechnend und undurchsichtig, ich könnte ihr niemals vertrauen. Doch euch, Charizat, vertraue ich inzwischen. Warum auch immer. Der Luftmagier hat sich bereit erklärt, als Beobachter auf die fliegende Festung mitzukommen. Ich habe ihn gebeten, dich mit an Bord zu nehmen. Ihr habt was? Nun, da wir endlich Freunde sind, schickt ihr mich einfach in den Tod? Wenn ich den Garten überstehe und es in die Schlacht schaffe, will ich, dass wir Seite an Seite kämpfen. Dann übersteht den Garten bitte auch. Ich will nicht allein in den Niederhöllen landen. Das wirst du nicht. Ich meine das ernst, Charizat. Wenn ihr nicht herauskommt, dann komme ich euch holen. Keine Angst. Egal wie aussichtslos meine Lage auch ist, ich habe immer etwas in der Hinterhand. Ich bin bald zurück. Mhm. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die da rauskommen wird. So, da wären wir. Entseil, die Maske. Was haben wir noch? Verband und Alkohol. Es fühlt sich an wie ganz normaler Stein. Aha. Na dann. Oha. Ein Loch. Es fühlt sich an wie ganz normaler Stein. Ich muss erst sicher gehen, dass ich da auch wieder herauskomme. Aha, also ein Seil befestigen, aber woran? Oha. Du bist tatsächlich gekommen. Setze meine Maske auf. Und träume von meinem Namen. Zwilli oder was steht da? Zwilli oder was? Na, das war klar. Was für eine Ehre. Mein Rubin an der heiligen Maske des Zeitdschinns? Satya, ich bitte dich. Damit fehlt mir nur noch der Name des Dschinns. Als ob ich ihn dir jemals verraten würde. Ach, das brauchst du doch gar nicht. Wir sind hier im Garten des Vergessens. Vergessen? Alles, was hier drin geschieht, wird erst wahr, wenn jemand Satinaf davon erzählt. Meine Dienerin wird einfach behaupten, dass ich dich hier gefunden und gefoltert habe, bis du mir schließlich den Namen verrätst. Kein echtes Blut, nur eine kleine Lüge. Aber in den Augen der Welt eine wahre Lüge. Ich werde diesen Ort verlassen und es wird sein, als hättest du mir den Namen wirklich verraten.
Aber psst, das bleibt unter uns. Besatzner verfährt, das tut nur. Ich werde dich finden. Und ich werde dich vernichten. Ganz bestimmt. Ja. Also wir haben noch Alkohol und einen Verband. Hallo? Hallo? Ja. Mir fehlt die Vision. Das mache ich erst. Wir können hier gerade nicht viel machen. Was raschelt da im Gebüsch? Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du lässt mich im Stich. Lass uns hier verschwinden. Halt! Eine Bewegung und du bist tot. Ich klettere zurück in das Loch. Sofort! Du bist ein Straßenmädchen, richtig? Halt den Mund! Ja, bist du. Du bist nicht tätowiert. Kasim hat das schon immer geliebt, mit kleinen armen Mädchen zu spielen. Halt den Mund! Warum zitterst du so? Sollte ich nicht diejenige sein, die Angst hat? Kasim hat gesagt, ich soll dich töten, wenn du nicht gehorchst. Wirklich? Fordere es nicht heraus. Lass mich gehen. Kasim wird niemals davon erfahren. Es geht nicht um Kasim. Sondern? Es ist... Er hat mir befohlen. Sprich weiter. Ich habe für ihn gelogen. Und jetzt ab in das Loch. Es darf dich niemand sehen. Na los, drück ab. Das ist mein letztes Wort. Spring in das Loch. Du kannst doch gar nicht. Hast du Satinaf erzählt? Wie hat Kasim mich gefoltert? Ich schieße gleich. Tu es doch. Töte mich. Ich kann nicht. Ich wurde nicht gefoltert. Das kannst du nicht beweisen. Siehst du etwa irgendwelche Wunden? Warum tust du nicht einfach, was ich dir sage? Du kannst mich gar nicht töten. Jedenfalls nicht hier draußen. Du hast erzählt, ich wäre im Garten gestorben, richtig? Hör auf! Aber wie kann ich dann hier stehen und mit dir reden? Tja. Bei den Göttern. Wo ist's ihr hin? Das passiert, wenn man Satinaf anlügt. Satinaf hatte das Mädchen zerfetzt. Er korrigierte damit den Lauf der Dinge. Der Prinz vergaß wieder den Namen des Djinns. Und Satya war wieder frei. Mein Luftgeist brachte sie auf die fliegende Feste und erstattete mir anschließend Bericht. Obwohl es ihm unmöglich ist zu lügen, riet ich ihm bei seinem Bericht zur Vorsicht. Jedes Ereignis, das sich im Garten ereignet hatte, musste so wahrheitsgetreu wie möglich erzählt werden, um nicht der schrecklichen Logik des Gartens in die Hände zu spielen. Hier endet der Eintrag. Das ist alles? Das müssen wir uns merken für Georg. Ganz am Schluss. Und der selbst auf der letzten Seite steht noch etwas. Was ist das für ein Geschrei da draußen? In der Mob, bestimmt. Ich sehe nach. Letzte Seite. Geron! Die Thulamiden wurden im Wald gesichtet. Die Stadt bereitet sich auf eine Hetzjagd vor. Auch das noch. Diesmal stecken die Armee und das Kampfseminar auch mit drin. Kannst du versuchen, sie aufzuhalten? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke. Der ganze Wald wimmelt vor Magiern und Soldaten. Am besten teilen wir uns auf. Wie geht es deinem Flügel? Gut. Gut. Dann kannst du den Wald von oben absuchen. Ich bleibe unten. Unser Treffpunkt ist dann wieder hier. Alles klar? Ja. Hoffentlich finde ich diesen Ort wieder. Nuri, das ist dein alter Wasserfall.
Du hast hier jahrelang gelebt. Ach so. Ja, stimmt. Bis gleich. Kapitel 5, Erfolg. Errungenschaft freigeschaltet. Willkommen in Kapitel 6. Dann machen wir vielleicht heute noch. Ich weiß nicht, wie weit wir mit Kapitel 6 kommen. Nur jetzt so, machen wir Montag nochmal Kapitel 6 und 7 und 8. Das, ich habe erfahren, dass das Spiel 8 Kapitel hat. Und das 8. Kapitel ist, wie wir es auch seitdem aus Ketten kennen. Ja, das ist zu 90% Story-Sequenzen und ja, ist eigentlich das 8. Kapitel, dürfte eigentlich nicht mehr so lang sein. Das heißt, vielleicht sehen wir am Montag schon das Ende im Stream. Gehen wir mal hier mal weiter. What the fuck, wo sind wir hier? Zum Wasserfall, zum Zeltplatz, ein zweites Stück. Zum Felsen. Ins Moor. Hallo! Nichts. Die Truppen werden schon wissen, warum sie weitergezogen sind. Und wir sind jetzt hier, oder was? Fahi! Wo seid ihr? Nichts. Zum Felsen. Oha! Ein älter Bekannter. Ritter Zornbold? Ha, wenn das nicht Georg ist. Dich habe ich ja seit letztem Winter nicht mehr gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, war das kurz bevor der Seher verschwand. Wie ist es dir seither ergangen, alter Gauner? Hat deine Gruppe schon irgendwelche Spuren gefunden? Wir wissen, dass die Tulamiden hier einmal von Ost nach West vorbeigekommen sind. Oder von West nach Ost. So genau wissen wir das nicht. Wir können dem auch nicht nachgehen, da uns befohlen wurde, vorerst die Stellung zu wahren. Ich hasse es, untätig herumzusitzen. Ehrlich gesagt kenne ich euch nicht anders. Es gibt neue Befehle. Wie auch immer sie lauten. Ich darf von Außenstehenden keine Anweisung entgegennehmen. Nur vom Anführer und dessen Boten. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit im Mob kein Chaos ausbricht. Aha. Es gibt neue Befehle. Wie auch immer sie. Nur vom. Das ist eine. Ist der Bote hier? Er war hier. Vielleicht ist er es noch immer. Anders als die Magier kann ich im Dunkeln nicht sehen. Ich suche dann mal weiter. Gehab dich wohl, Geron. Ja. Dieses Waldstück ist voll von Soldaten. Der hilft uns hier nicht gerade weiter. Zum Zeltplatz. Ich habe nicht den Befehl zum Anhalten gegeben, Breda. Was soll das? Warum stehen die Truppen still? Wenn die Suche weiter landeinwärts getragen wird, entfernen wir uns zu weit von der Stadt. Andergast wäre den Tulamiden schutzlos ausgeliefert. Aber was, wenn sie uns entwischen? Alle Spuren deuten darauf hin, dass sie sich hier in der Nähe aufhalten. Ich halte es für besser, wir halten die Stellung und gehen gezielt allen Hinweisen nach, statt planlos Richtung Steineichenwald zu ziehen. Nun gut, ich gebe dir etwas Zeit. Wenn wir allerdings bis dahin keine neue Spur haben, machen wir es, wie ich es sage. Bis dahin trägst du die Verantwortung. Verstanden. Hallöchen. Ich will bei der Suche helfen. Gibt es eine Spur? Ja, die Tulamiden waren bis vor kurzem hier. Allerdings wissen wir nicht, in welche Richtung sie anschließend geflohen sind. Besser, du überlässt alles Weitere uns. Es ist hier zu gefährlich für einen einfachen Bürger wie dich. Ich soll einen Befehl von den anderen Gruppen weiterleiten. Verdammter Heißsporne! Wer auch immer dich losgeschickt hat, sag ihm, dass außer mir niemand Befehle zu geben hat. Es sei denn, sie tun sich nächstes Jahr so sehr hervor wie Breda. Aber davon kann ich wohl nur träumen.
Breda? Sprich mit mir, wenn du was zu sagen hast, Vogelfänger. Breda ist meinem Ruf endlich gefolgt. Und sie hat sich bereit erklärt, unsere Suche in meinem Namen zu leiten. Ich erwarte, dass sie wieder zu ihrer alten Form aufläuft. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das will ich dir auch geraten haben. Wie erfahrt ihr, wenn eine der Gruppen etwas gefunden hat? Ein Bote läuft mit einer Fackel von Gruppe zu Gruppe und hält sie alle auf dem Laufenden. Woran erkenne ich ihn? Du erkennst ihn gar nicht. Er trägt eine verzauberte Schriftrolle, die nur Magier im Dunkeln sehen können. So können wir ihn ohne Probleme erkennen. Ich hoffe, ihr findet diese Ungeheuer. Das werden wir ganz bestimmt. Eda, nicht anrühren! Der ganze Zeltplatz ist Teil unserer Suche nach den Dämonenbeschwörern. Also. Halt! Wo gedenkst du hinzugehen? Niemand darf in das Zelt der Beschwörer, also verschwinde. Ich habe noch eine Frage. Mach schnell. Ich hoffe, ihr findet diese... Das werden wir... Okay. Im Zelt kommen wir nicht weiter. Hey! Fahi! Hier sind sie auch nicht. Aha. Eda! Ist das nicht der Bote? Habt ihr schon etwas gefunden? In diesem Waldstück? Nein. Wir sind auch gerade erst angekommen. Ursprünglich waren wir zwei Gruppen, die Waldstücke nördlich und südlich von hier durchkämmt haben. Aber ohne Erfolg. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Nein, Herrin. Er ist nur ein einfacher Bürger. Dann darf ich keine Befehle entgegennehmen. Ich suche den Boten. Er war hier. Und hat uns aufgetragen, bis auf Weiteres Stellung zu halten. Ist er noch hier? Darüber weiß ich nichts. Viel Erfolg. Bitte sprecht mit meiner Leiterin. Sie kann euch besser helfen als ich. Ja. Anrühren auf. Irgendwo muss er doch sein. Du schon wieder. Ich helfe bei der Suche. Stimmt. Das ist doch dein Fachgebiet. Ungezieferfang. Dann zeig mal, was du kannst. Habt ihr schon Spuren von den Thulamiden? Nein. Werden wir hier auch nicht finden. Wir waren bereits vor der Suchaktion hier. Auf einem Übungsmanöver. Wenn sich die Ratten Richtung Moor geschlichen hätten, hätten wir es gesehen. Es gibt neue Anweisungen von oben. Sagt wer? Sage ich. Und der Leiter der Suchtruppen. Wenn du wirklich Teil unseres Mob wärst, wüsstest du, dass nur der Bote Befehle weiterleiten darf. Und du bist nicht der Bote. Das hätte ich sonst schon von Weitem gesehen. Viel Glück noch. Aha. Nori sollte inzwischen wieder zurück sein. Zum Ufer. Stück für Stück die Gegend absuchen. Der Trupp hat das gesamte Waldstück besetzt. Ins Moor. Bevor er nicht an beiden Ufern festgebunden ist, ist es viel zu unsicher. Der Boden ist schlammig, wie der Treibsand, von dem Giacomo mal erzählte. Ich gehe besser kein Risiko ein. Auf normalem Weg? Ja, hier geht's auch gerade nicht weiter. Manori. Hast du sie gefunden? Nein. Der Wald ist viel zu groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir müssen uns beeilen.
Du wirst immer mehr zu einem Raben. Du hast sogar fast schon vergessen, wo wir hier sind. Das stimmt doch gar nicht. Da hinten ist meine Höhle. Hier wohne ich. Du wohnst hier schon seit letztem Herbst nicht mehr. Nicht? Nein. Du wohnst bei mir in der Stadt. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Welche denn?